Wenn heute ein Drittel der Leute mit ihrem Einkommen nicht mehr klarkommen, obwohl die Krise erst ein Jahr alt ist und eigentlich erst angefangen hat, dann wage ich die Prognose, dass es bald sehr viel mehr sind, die nicht mehr mit ihrem Einkommen klarkommen. Und ich wage auch die Prognose, dass das der Moment ist, in dem sozialistische Ideen zunächst mal die Oberhand gewinnen. Wo man dann sagt, da muss halt mehr Umverteilung her, da müssen wir halt jetzt mal mehr Geld drucken, da müssen wir halt jetzt die Und Steuern die erhöhen, Reichen da müssen wir eine besteuern? Erbschaftssteuer, eine Vermögenssteuer, da machen wir eine Sonderabgabe, da machen wir eine Enteignung, dann enteignen wir die Immobilien oder sonst noch. Also da fällt uns ja noch was ein. Das ist ja alles ganz leicht. Das ist der leichte Weg, der noch für ein paar Monate oder Quartale dafür sorgt, dass die Leute immer noch glauben können, der Staat wird es richten. Aber diese sozialistische Aggression gegen die Leistungsträger, die wird dann immer mehr Menschen dazu bringen, entweder auszuwandern oder die Arbeit einzustellen und sagen, gut, dann stelle ich mich auch in die Reihe der Empfänger ein. Warum soll ich denn immer nur der sein, der das Ganze trägt?